alles besser, sagen zumindest die etwas älteren Menschen. Ist das wirklich so? Früher war alles besser, sagen zumindest die etwas älteren Menschen. Ist das wirklich so? Benjamin Kobiolke. Früher war alles besser, könnte man jetzt meinen, weil es bestimmt viele Dinge gab, die es heute nicht mehr gibt. Sagen wir zum Beispiel Benzin für 1 Euro. Wir nähern uns der 2-Euro-Grenze und wer weiß, wo das noch hingeht. Definitiv würde ich sagen, die Spritpreise waren früher besser. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, was uns zum Beispiel neue Technologien alles gebracht haben, was würden wir zum Beispiel vor 50 oder 100 Jahren machen bei einer Pandemie wie Corona? Bei früheren Pandemien sind viel mehr Menschen dabei umgekommen, als das heute mit Impfungen und neuen Technologien möglich ist. Oder stellt euch mal vor, ihr wollt euch abends mit euren Freunden treffen und ihr seid zu spät dran. Jetzt müsst ihr irgendwo eine Telefonzelle suchen. Also ich würde sagen, das Smartphone, das ist schon mal besser, als die Telefonzelle früher war. Da bleibt die Frage, woher das kommt mit dieser Nostalgie, dass manche Menschen sagen, früher, da war alles besser. Das liegt wahrscheinlich daran, dass unser Gehirn so funktioniert. Klar merken wir uns auf der einen Seite oft, wenn das Butterbrot nur auf die Butterseite fällt und nicht mal auf der anderen Seite landet. Aber bei vielen Dingen, da merken wir uns schon das Positive und so könnte man eben meinen, dass es früher besser war. Aber ich sage, der Fortschritt zum Beispiel in der Technik, der sorgt dafür, dass nicht nur früher nicht alles besser war, sondern dass sogar in Zukunft noch alles viel besser werden wird als jetzt. Ist um, sehe ich gerade das Signal. Liebe Funkrichter, ich hoffe, ihr seid zu einem Ergebnis gekommen. Ich hatte ja gesagt, wir gehen nahtlos über zum nächsten Wettbewerb. Jetzt sind wir erst gerade richtig warm geworden. Und viele sagen ja auch, Bewertungsregel ist das, was Toastmaster auszeichnet, was wir auch gar nicht normalerweise im Jobumfeld oder sowas in dieser Form bekommen. Wir haben heute